Wusstest du, dass Klaus fucking Kinski mal den Vampir in einem Remake von Nosferatu gespielt hat? Ja, klar. Das wusste ich nicht, bis ich von den Kack- und Sachgeschichten die Vampirfolge geguckt habe. Ich habe mir das mal angeguckt. Das ist voll weird. Genau wie die gesagt haben, das Make-up ist voll gut und er spielt es auch gut, aber sobald er die Schnauze aufmacht, hörst du Klaus Kinski und kannst nicht mehr ernst nehmen. Klaus Kinski war generell ein guter Schauspieler. Ja, der war halt mega das Arschloch, aber er war ein genialer Schauspieler. Er war super Schauspieler, aber geisteskrank. Ja, er war voll bescheuert. Jahre später hat sich ja noch rausgestellt, dass er seine Tochter auch missbraucht hat und so. Ja. Und also. Er war halt ein grandioser Schauspieler, deswegen so bekannt, aber kennst du die Aufnahmen vom Set von Fitzgeraldo im Dschungel da? Ja. Wo er mit seinem Producer da so schimpft? So. Ja. Dieser Mann ist ein Geistesgestörter, dieser Mann ist wahnsinnig. Ja, dann mach doch deinen Scheiß. Ich hau ihm in die Fresse. Diesmal hau ich dir in die Fresse. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich dir in die Fresse schlage. Ja, ich... Sitz wieder in deiner Scheißkarre in Holland. Und jedes Mal, wenn wir mit unseren Jungs so einen trinken und seitdem der erste 18 geworden ist, ist das Tradition, dass wir immer, wenn wir betrunken sind, irgendwie... keine Zigaretten oder so, weil das finde ich scheiße, aber Zigarren oder Zigarillos oder so rauchen. Oh, willkommen im Club. Willkommen im Club. Meine Ansicht. Wir schenken uns auch immer zu 18. konsequent irgendwie etwas teurere Zigarren. Ich habe eine jetzt mit meinem Kameramann dem letzten, mit dem Gottser Richard, eine geraucht, als wir hier blau waren. Zigarillos sind Moods? Das weiß ich gar nicht. Ja, bestimmt. Ja, aber halt richtige Zigarren. Ich habe mir auch so einen scheiß Abschneider kaufen müssen, weißt du, weil das... Ich nicht, den habe ich kostenlos bekommen. Was hatte ich ja nicht. und ich habe noch zwei, weil ich meine, wofür benutze ich die sonst? Irgendwann, wenn ich mich wieder mit denen treffe. Aber erinnerst du dich, dieser Typ, mit dem Klaus Kinski schimpft, der hat auch gerade einen Zigarillo geraucht. Und wir machen das immer, wenn wir eine rauchen, wir zünden die an und so. Und der hat die voll weit hinten zwischen den Fingern gehabt und immer so, trau dich nur, mach zu, trau dich. Wir verarschen dieses Video immer. Trau dich, mach zu. Wer gibt denn so einem Dilettanten einen Preis? Du dumme Sau, du! Da gibt's auch schöne Best-of mit dem. Das ist so geil. Und die Verarschen von Max Giermann sind auch geil. Da haben ja sogar mal Joko und Klaas das nachgemacht. Ja, Klaas Kinski, die haben die Szene im Dschungel verarscht. Was sogar das ist so ziemlich geil. Gut nachgemacht das war. Das war richtig, ja, Klaas Kinski, der hat die Szene im Dschungel verarscht, das war richtig gut. Aber wirklich Satz für Satz und noch Schritt für das Schritt. Das war richtig gut. Aber... Ja, dann mach doch deinen Scheiß. Ja, das fällt mir gerade ein, zwei Sachen. Einmal nochmal schnell zu Kinski, ich habe eine Bilderwand jetzt. Voll mit Schwarz-Weiß-Bildern, bestehend aus ungefähr 60 Bildern. Da kommen noch einige dazu. Kinski zum Beispiel kommt auch noch dazu. Sind nur Kannst Prominente. Kannst du auch mich dazu machen, bitte? Sind eigentlich nur Prominente, also du bist YouTube. Ich schick dir ein Bild mit meiner neuen... Ich hab eine Brille jetzt. Oh. So eine echte Brille. Ich schick dir ein Bild damit, dann sehe ich aus... Und mit Rollkragenpullover, dann sehe ich aus wie so ein Regisseur. Okay, gut. Und ich lasse mir so ein Stoppelbart wachsen. Aber ich habe wirklich die unterschiedlichsten Leute oder Personen eben so dran. Ich habe sogar das originale Kriminalfoto von der Polizei von Pablo Escobar dranhängen. Also nicht das originale, das ist bestimmt auch nur in Kolumbien, aber... Von Google. wenn du so viele Leute aus unterschiedlichen Kategorien hast, dann kannst du ja auch mich dazu nehmen. Ich meine, ich bin Musiker und Filmemacher Musiker, und... Musiker, YouTuber, nee. Die sich als Musiker bezeichnen. Ja. eigentlich bin ich nur ein Spasti, der halt... Warte, du bist doch dieser Ape-Crime, oder? Alter, ein Maul, Alter. ich kann es immer nicht verstehen, wenn... Ja, zweite Sache nur noch ganz schnell zu Zigarren. Meine erste Zigarre, die ich hier hatte, war eine original kubanische. Die hat vom Kumpel von Niki, der Freundin damals, aus Kuba mitgebracht. Und das als erste Zigarre war schon der Hammer. So, jetzt Ape Crime. Nur ganz kurze Abstecher. Ich bin wahrscheinlich gerade sehr leise. Ich bin hinten noch bei meiner Kiste gewesen. Die haben mir lauter Opa-Witze, weil es geht bei uns der Witz um, dass ich Sex mit Rentnern habe. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich glaube, das kommt von Fringe, wegen diesem alten Hauptdarsteller, weißt du? Ja, aber das ist, glaube ich, nicht mal so weit hergeholt.
Und dann haben die mir eine Old Man's Chest geschenkt. Das ist wirklich so eine Holztruhe, wo halt lauter Gimmicks drin waren. Und die habe ich jetzt mittlerweile hier hingestellt und habe halt lauter Sachen drin. Die sehen richtig geil aus. Zu Apecrime nur ganz kurz. Die haben ja ihr Statement gepostet, sodass sie halt die Musik nicht machen, um Fame zu werden, sondern weil sie halt Bock auf Musik haben. Und auch wenn sie es nicht wirklich gut können. Weil Cengiz tot ist. Ja. Oder wie der heißt. Auch wenn sie es nicht wirklich gut können, kann ich verstehen, dass man trotzdem voll Bock hat auf Musik und die auch gerne macht. Das geht mir nicht anders. Ich bin eigentlich voll scheiße darin, aber ich mach trotzdem gerne Musik. Aber dich respektiere ich. Aber was ich immer nicht verstehe, gerade bei denen, oder auch bei Waititi fand ich das genauso, wo ich teilweise die einzelnen Songs oder auch die Parodien eigentlich ganz witzig fand, aber wenn die dann wirklich auf Albumbasis ein ganzes Album produzieren, warum nehmen die dann die generischste Musikrichtung, die man sich vorstellen kann? Wait. Ich verstehe das nicht. Das genau das, was einfach gerade gefeiert wird. Bei Waititi war das simpler Pop, das, was die Lochis heute immer noch machen. So hey, richtig uninspiriert Bros. Und... Ja, genau. So richtig uninspiriert und langweilig, weil jetzt ein bisschen anderes gehypt wird, machen Apecrime noch ein bisschen mit Trap und Rap noch mit rein, aber im Endeffekt ist es auch Pop. So, ich habe auch Bock, Musik zu machen und ich habe auch einige Ideen, aber ich verwirkliche mich da dann wirklich in verschiedensten kreativen Richtungen, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Und die machen halt sowohl inhaltlich als auch musikalisch das Generischste, was du machen kannst. Da glaube ich denen einfach nicht, dass die Bock drauf haben. Apecrime. Wenn die sowas Langweiliges machen. Apecrime waren für mich nie lustig. Habe ich nie abonniert gehabt, zu keinem Zeitpunkt. Ganz früher vielleicht mal, aber da kannte ich sie noch nicht. Ich mochte die nie. Die fand ich immer unsympathisch. Dann dieses scheiß Let's War-Scheiße, wo alle 5 Sekunden auf die Sicht reingezoomt wurde. Tut mir leid, aber ja, ich lache da nicht schon drüber. Ich meine jetzt die ganz alten Zeiten, wo sie noch WoW und Real Life und so gemacht haben, wo sie mit Apple War noch abgehangen haben. Ja, da waren sie wohl ganz in Ordnung. Typisches Beispiel Apple War gepusht und dann hängen gelassen. Weg. Genauso wie mit Tadel. Aber egal. Und nicht, Julians Blog. Ja, geht nicht um YouTube jetzt. Film. Rauchen ist tödlich. Wollen Sie aufhören? Die BZGA hilft. Nee, da rufe ich nicht an. Ich bin noch nicht. Das ist wieder das Schöne. Da merke ich, dass ich absolut nicht abhängig davon bin. Ich auch. Jedes Mal, wenn ich betrunken bin, denke ich mir, jetzt würde ich gerne Zigarre rauchen. Aber ansonsten, wenn du mir anbieten würdest, hey, rauchen wir jetzt eine? Oder wenn du mir eine Zigarette anbieten würdest, ich lehne dankend ab. Ich würde die wegschmeißen. Ich finde Zigaretten voll eklig. Ich bin sowas von nicht süchtig. Das ist sehr gut. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Zigarette geraucht. Ich nur für Videos. Ist nicht schön. Und ich kann Moods, also meine Zigarillos und auch mittlerweile Zigarren, nur noch mit Alkohol rauchen. Ja, also ich kann die auch so rauchen, wenn ich jetzt für ein Video zum Beispiel müsste oder so. Aber ich hab dann keinen Bock drauf. Und ich denke auch immer, das ist dann Verschwendung, wenn ich es nicht genieße, weil ich habe jetzt mal hier geguckt, das war so ein Mixpack, 3 verschiedene Zigarren, kosten 20,40 Euro. Oha. Sind halt richtige Zigarren noch. Da steht Kuba importierte irgendwas. Das ist dann natürlich nicht schlecht. Ja. Rauchen verursacht auch 9 von 10 Lungenkarzinom, danke, weiß ich. Aber wir wollten das kann, nicht das mehr. Kann aber nicht, das kann nicht passieren, wenn du sie puffst, dann kriegst du nur Kehlkopfkrebs. Denn ich muss den Kehlkopfkrebs ernähren. Handmade. Dominikan Republik. Und auf der anderen steht. Da kannst du Vega dir übrigens Fina. Mal. Da kannst du dir mal. Echo Amman, ja, okay. Kannst du dir mal von KZ Pauch It. Ich glaube, so spricht man das aus, anhören. Das ist ein Lied übers Rauchen. Okay. Bisschen eklig und eben sehr, sehr überzogen. Lecker. Ja, kurz zu diesem Abstecher in meinen. Einmal waren wir bei einem Kumpel, der hat mittlerweile bei sich unten im Keller, wo er auch ein Schlagzeug stehen hat, der ist Gitarrist, der hat den Lügenlord-Beat mit mir zusammen gemacht. Okay. Den haben viele aus meinem Freundeskreis, die Lügen, also die Drachenlord feiern, sehr gefeiert, das Lied. Cool, danke. Der war auch echt gut. Der war inhaltlich. Es war spitze. Der war echt. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Darfst du sein. Ja, auf jeden Fall. Der hat von, ich glaube, seiner Oma oder so einen Schrank geerbt. So einen alten Barschrank, weißt du, so einen Aufklappschrank mit so einem schrägen. Ja, weißt du, was ich meine? So wirklich alt,
gut verarbeitet, richtig krasses Massivholz. Das sieht so geil aus. Der hat sich da so eine kleine Bar eingerichtet, die Zigarren liegen da drin, oben drauf steht der Whisky unten drin, die Whiskygläser und so. Und wir waren mal bei dem, weil wir nichts zu tun hatten und ohne Scheiß, war ich da schon 18? Ich glaube, da war ich noch nicht mal 18, das war noch im November. Oh. Whisky und der hatte auch die Zigarre von seinem Geburtstag noch übrig, so eine richtig krasse große. Wir haben so geile Bilder gemacht. Wären wir nicht alle noch unter 18 gewesen zu dem Zeitpunkt und hätten unsere Familienmitglieder auf WhatsApp, hätten wir das als Profilbilder nehmen können. Ich möchte dir mal schicken später die Bilder. Wunderschön. Okay. Ja, gut. Ich habe noch drei DVDs hier liegen. Schaffen wir das noch? Ich habe irgendwas fiel mir gerade noch ein. Oh, hau raus. Genau, wegen Whisky. Ich habe meiner Freundin einfach mal einen Glenfiddich geschenkt bekommen. Weil sie meinte, der steht bei uns zu Hause eh nur rum. Und ein Glenfiddich kostet eben normal die Flasche gerne eben mal. Also die Flasche kostet, glaube ich, 35 oder 40 Euro. Okay. Und einfach geschenkt bekommen. Nicht schlecht. Das ist ja geil. Wir waren mit den Pfadfindern bei dem letzten Leiterlager. Das ist so ein Lager, das wird meistens übers Wochenende organisiert. Nur für Leiter, wo nichts Organisatorisches gemacht werden muss. Da muss nicht geplant werden, was wir demnächst machen. Und da muss nicht auf Kinder aufgepasst werden. Das ist nur zum Trinken da eigentlich. Mhm. Und da wird meistens eigentlich immer eine Weinprobe gemacht, weil wir in der Pfalz sind und wir gehen meistens auf einen Zeltplatz, der gerade am Rand vom Pfälzerwald ist. Heißt, Pfälzerwald ist so das, wo du hast viel Wald und Waldhütten, wo man Wein trinkt, und vorm Pfälzerwald, wo auf den Bergen keine Bäume stehen, da sind überall Weinreben und da sind halt in jedem Dorf auch 10 Winzer mindestens. Das heißt, allein von diesem Zeltplatz aus hast du in Laufreichweite, ich glaube, ja, locker 10 Winzer, zu denen du hingehen kannst und Weinproben machen kannst. Jetzt hatten wir demnächst aber jeden Winzer irgendwie durch und sind dann mal zu einer Schnapsprobe gegangen. Ha. Der hat auch Wein gemacht, aber das war eine Schnapsprobe. Das heißt, der destilliert echt, der hat teilweise krasses Zeug, also so klassische Sachen, dann diverse Nüsse, etwas exotischere Früchte. Das ist echt krass, der hat uns auch erklärt, wie er das macht. Und was da alles auch Rechtliches dabei ist, dass du destillieren darfst, ist schon krass. Und der hat unter anderem auch ein paar Whisky-Sorten, und mein Vater trinkt als ganz gerne Whisky. Mhm. Und der hat irgendwie so eine, ich weiß nicht, ich glaube 0,5er oder 0,75er Flasche Kirschwhisky, und die kostet auch, ich glaube, 25 Euro oder so. Also das ist schon gute. Ja. Also, und der hat es so weit geschafft, dass es hier bei uns in lokalen Supermärkten das sogar gibt. Also wir waren etwas näher in Richtung Pfälzerwald bei einem Globusmarkt, und die hatten teilweise auch echt Produkte von dem im Spirituosenregal. Fand ich krass. Weil das im Endeffekt ja doch nur ein eher kleiner Dorfwinzer war, der halt auch eine Destillerie hat. Aber also, der war nett, war witzig. Und die Sachen waren gut dort. Schnaps, Bier, auch Whisky, alles gerne mal, aber Wein bin ich bisher noch nie zugekommen. Ich bin kein Weinfan. Ich muss sagen, ich kann's trinken, aber ich trinke Wein pur auch ungerne. Aber das ist einfach der Pfälzer in mir. Aber Weinschorle. Rieslingschorle. Riesling ist einfach der beste Wein, den es gibt, das als Schorle. Das ist halt einfach so. Aber Weinschorle, das ist echt ein Ding bei euch, oder? Das ja, ohne Scheiß. Das ist ein Pfälzer-Ding. Ja, das gibt's. Ich glaube, das gibt's auch in anderen Bundesländern kaum. Genauso. Kennst du Pfeffi? Pfefferminzschnaps? Ja, kennen ja, aber sonst. Aber das ist irgendwie, das habe ich letztens irgendwo gehört, das ist auch irgendwie mehr so Ost- oder Norddeutsch, mehr so ein bisschen. Also mehr ja, so. Ja. Also denke ich, weil bei uns viele oder saure Kirsche, sowas. Leute, die sagen, wir bringen Schnaps mit oder wir schenken dir was zum Geburtstag und bringen dir dann zur Party saure Kirsche oder Pfeffi mit, sind die größten Arschlöcher und können sich gleich verpissen. Ende. Weil da kostet eine Flasche 3 oder 4 Euro. Das ist kein Geschenk. Wow. Dann können sie ruhig Gutes mitbringen. Ja. Nee, also ich muss sagen, was Pfälzer Kultur angeht, das meiste von dem traditionellen Essen hier finde ich zwar irgendwie cool, aber vieles davon schmeckt mir gar nicht oder eher weniger. Also was Essen angeht, finde ich zum Beispiel Bayern eher
bin ich viel eher bei Bayern, so, keine Ahnung, Brezel, Weißwurst, irgendwelche ja, Braten oder so, finde ich viel besser. Verwandtschaft in Bayern, aber Weißwurst ist nicht meins, da habe ich das erste Mal gegessen, ist nicht meins. Oh, nee, finde ich grandios. Aber was Getränke angeht, bin ich voll dabei, ohne Scheiß, ich trinke gerne Schorle. Ich trinke gerne. Ja. Ja, hab ich auch. Ich bin die ganze Zeit überlegen, mir noch einen zu holen, aber ja, so lange geht's ja nicht mehr. Wir können ruhig noch 5 oder 10 Minuten, weil wir wollen jetzt diese 3 Filme noch los. Ja, das sind aber mehr als 10 Minuten. Ja gut, das könnten wir schaffen. Wollen wir zu den Filmen übergehen? Luigi, der atmet gerade sehr laut durch, der schnarcht jetzt immer. Nice. So, die nächste DVD, die ich habe, ist eine Serie, die ich mir komplett auf gut Glück gekauft habe, weil mir Amazon gesagt hat, du hast Science-Fiction-Serien gesucht, dann gefällt dir das. Und die Bewertung hat, ich glaube, 4 Sterne gesagt. Da habe ich gedacht, ja, kaufst du mal. Kennst du The 100? Ja, haben wir schon mal drüber geredet. In der Aufnahme? Ich glaube, ja. Ich habe die Serie aber, als wir es letztes Mal aufgenommen haben, definitiv noch nicht geguckt. Aber wir haben schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht wo. Ich habe es nach wie vor nicht gesehen. Ich habe schon viele Leute darüber reden hören, aber die Serie lief für mich auf Pro7, was viele Serien für mich erstmal ein bisschen abstuft. Ich habe heute ein bisschen... Ja, okay. Ich habe heute ein bisschen von Limitless gesehen, was jetzt auf Pro7 läuft. Das ist die Serien... Ja, die Serie zu dem Film Ohne Limit, der, glaube ich, 2009 rauskam. Der Film ist super, die Serie wirkt lächerlich. Okay. Ja, also ich bin ein bisschen voreingenommen zu 100, aber habe schon eigentlich doch dann schon viele gute Reaktionen gehört. Also, im Grundprinzip, postapokalyptisch, Erde, Atomkrieg oder so, irgendwie verstrahlt, man kann nicht hin. Und ein paar Nationen haben sich ins All gerettet und haben ihre Station zu einer großen Raumstation zusammengeschlossen. Das sind irgendwie die letzten 12 Nationen oder so. Darunter, ich glaube, China oder Japan oder so. Es gibt auf jeden Fall Asiaten. Deutschland ist, glaube ich, dabei. Deutschland. USA natürlich. Und so ein bisschen, ich glaube, Russland auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein paar Nationen haben überlebt mit ihren Raumstationen, sich zusammengeschlossen und die leben seit... Ich glaube 100 Jahren da, und das hieß, die müssten nochmal 100 Jahre da machen, dann kann man zurück zur Erde. Und dann, und das erzählt die Regierung von der Raumstation halt erstmal nicht den Leuten, die schaffen es nicht. Das Schiff fällt langsam auseinander, die können die Raumstation nicht aufrechterhalten und müssen halt irgendwie was, irgendwie Überlebenswege finden. Und um Gewalt da oben zu verhindern, wird jedes Verbrechen sofort mit Todesstrafe bestraft. Also auch nur, wenn du was klaust, Todesstrafe. Und wenn du nicht volljährig bist, kommst du in den Knast, bis du 18 bist, und dann wirst du umgebracht. Und diese ganzen Minderjährigen, die noch im Knast sind, kriegen eine zweite Chance und werden halt in erster Linie, weil die entbehrlichsten sind, auf die Erde geschickt, um zu gucken, ob man da leben kann. Okay. Das heißt, du hast lauter Teenager. Es ist ein Charakter, der wirklich jung ist. Ich glaube, die ist 14 oder so. Die anderen sind... Ich weiß nicht, wie alt die sein sollen, aber die Schauspieler sind Minimum 18, also die sehen alle, da gibt's auch 6-10, die sind alle sowas von volljährig. Aber es sind halt... Und ja. Die bilden eben die Wall Credits, ja. Und die bilden die Wall Credits, die 100. Ja. Das sind 100 Leute. Keine Ahnung, warum es genau 100 sind, aber... Die Serie ist dann halt so... Weil es besser klingt als The 103. Oder The 97. Ja, genau. Die Serie basiert halt darauf, du hast den politischen Konflikt oben auf der Raumstation und unten diese Teenager, die halt irgendwie versuchen, auf der Erde klarzukommen, und oh, Plot-Twist, auf der Erde lebt vielleicht doch noch was. Und es wird halt nach und nach ein bisschen enthüllt, was genau inwiefern noch auf der Erde lebt, und ja. Und Staffel 1 war am Anfang, hatten mich ein paar Sachen gestört. Manchmal kam mir die schauspielerische Leistung nicht gerade perfekt vor, aber es ist auch eher eine Low-Budget-Serie. Naja, es ist eine für TV produzierte Serie. Die erlauben sich oftmals weniger oder haben anfangs ein eher niedriges Budget, wo jetzt zum Beispiel Breaking Bad oder Walking Dead zum Beispiel Ausnahmen sind, da die ja auch für öffentliche TV-Sender sind.
Aber dann, wenn man zum Beispiel Game of Thrones anguckt, mittlerweile Budget von über 100 Millionen pro Staffel, sind Privatsender. Ja, aber auf jeden Fall, was mich am meisten gestört hat, ist tatsächlich, dass teilweise in den ersten Folgen große Sachen, so wie zum Beispiel irgendein Charakter, der die komplette Motivation für einen anderen Charakter ist, verreckt einfach in Folge 3. So, das ist mega emotional und traurig, aber es sind erst 3 Folgen von einer eher langweiligen Serie. So, das nimmt mich nicht wirklich emotional mit, wie es sollte, weil er halt zu früh quasi gekillt wurde. Ja. Und das ist zum Glück, das ist wirklich nur am Anfang so gewesen, die haben oft, wie in deutschen Sommerfilmen, einfach gerade irgendeinen Popsong eingespielt. Obwohl der nicht mal unbedingt gepasst hat, aber einfach irgendeinen bekannten Popsong, um so ein bisschen die Vibes mitzubringen. Das hat Suicide Squad gemacht. In den ersten 10, 20 Minuten haben die wahrscheinlich ihr ganzes Budget für Musik schon rausgehauen. Hm. Oh, da ist ein Gefängnis. Jetzt müssen wir hier ein Vietnam-Lied. Ich habe den Namen vergessen. Ein ganz bekanntes Lied, ja, kam auch bei Forrest Gump und so. Aber das hat sich gebessert. Und ich muss sagen, das Lied, mit dem sie eingestiegen sind, war sogar geil. Denn als die auf der Erde landen, fängt Radioactive an. Und ich muss sagen, das hat sehr gepasst. Das fand ich gut. Ich mag das Lied. Ja, ich habe ich damals also, sehr, sehr oft gehört. Das haben sie auch gut eingebaut. Ich finde, das hat gepasst. Aber ansonsten kam halt oft auch... Aber das war nur am Anfang. Gegen Ende der Staffel... Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hat. Ich habe auch nur die erste. Die zweite war... Die ist nämlich sehr teuer auf DVD. Das war es mir noch nicht wert zu kaufen. So gut fand ich sie dann nicht. 13 Folgen. Und gegen Ende, so die letzten 3 vor allem, da wurde es echt gut. Da fand ich es echt gut. Da war es auch teilweise gut inszeniert. Die Story fand ich schlüssig. Und es gibt auch einen schönen Cliffhanger. Weil du denkst am Ende der Staffel quasi, oh, du weißt jetzt eigentlich schon fast alles über die Erde. Und dann kommt eine Szene und du weißt einfach gar nichts über die Erde. Du hast das Gefühl, alles, was in Staffel 1 passiert, das war so ein winziger Bruchteil. Als hättest du in einem Indianerstamm gelebt und plötzlich merkst du, oh, es gibt Europa und die USA. Oh fuck, was habe ich denn alles verpasst? Also, boah, für einen Sci-Fi-Fan auf jeden Fall gut, aber ich glaube, wenn du andere Prioritäten hast, musst du die nicht schauen. Ja, ich habe noch viel offen. Irgendwann bestimmt mal, aber ja. Ja, ich werde jetzt weiterschauen, aber ich habe die halt eher spontan angefangen. Weil das ist da, ich habe mir eine ganz kurze Zusammenfassung durchgelesen und die Bewertungen waren gut, da dachte ich, boah, machst du mal. Naja. Gut. Über das, was jetzt kommt, müssen wir nicht lange reden. Ich habe nämlich Fight Club hier liegen. Haben wir drüber geredet? Darüber haben wir schon zu Genüge geredet, aber ich habe mir jetzt endlich mal gekauft und zwar als Steelbook. Ja, und das ist ein sehr schönes Steelbook. Da bin ich sehr schön neidisch. Ja, ich bin auch echt erstaunt, ich habe das nirgends gefunden. Das habe ich auf Medimobs bestellt. Das ist ein Secondhand-DVD-Bücher-CD-Verkauf. Willst du wissen, wie oft ich Fight Club bei mir zu Hause liegen habe? Wie oft? 4-mal. Nice. Ich habe die Blu-ray, ich habe die DVD, ich habe das Buch auf Englisch und ich habe es auf Deutsch. Okay, cool. Das Buch auf Englisch. Ist das Buch gut? Das ist sehr gut. Nochmal viel tiefgründiger. Und das Coole ist, also da nochmal kurze Geschichte dazu. Die DVD zum Beispiel ist nicht meine, habe ich mir ausgeliehen für ein Deutschprojekt, weil ich da was rausschneiden muss. Und das englische Buch habe ich mir vor ein paar Jahren in England für wenig Geld gekauft. Lag da einfach in so einer Wühlkiste. Und jetzt habe ich mir nochmal das Deutsche geholt und da ist nochmal ein Vorwort. Und das ist der absolute Hammer, weil dieses Vorwort erzählt praktisch der Autor, wie er bei irgendeinem Freizeitaktivität hat er mitgemacht. Und da hat eben so dieser Reiseführer gesagt, ja, erste und zweite Regel ist, verliert hierüber kein Wort. Hat er eben doch Spaß gesagt. Und er meinte dann eben so, ich habe das Buch geschrieben. Welches Buch? Na, Fight Club. Dazu gibt's ein Buch? Ja, das Buch gab's schon vor dem Film. Das Buch gab's schon, bevor Dutzende Männer in den Keller gegangen sind und sich geprügelt haben. Das Buch gab's, bevor Dutzende Kritiker meine Zitate benutzt haben. Das Buch gab's, bevor Leute auf die Straße gegangen sind.
Das Buch gab es, bevor Dutzende Männer vor der Arbeit gesagt haben, sein Name ist Robert Paulsen. Und dann wirklich 3 Seiten lang oder 4 Seiten. Nur das Buch gab es vor. Er hat die ganzen Sachen so ein bisschen satirisch aufgefasst, wie sein Buch, wie durch Fight Club die Gesellschaft geprägt wurde. Okay. Und das ist schlecht. So cool. Ist das in der ganz normalen deutschen Version einfach drin? Das ist ein neues Vorwort, das muss es erst seit ein paar Jahren geben und ist in der normalen deutschen Fassung. Weil ich habe es mir jetzt auf Medimobs auf meiner Merkliste, vielleicht habe ich dann eine alte Version, wenn ich das Das ist weißes Cover. Ja, vielleicht ist es nur in der neuen Auflage drin. Ja, gut, aber ich glaube, die Auflage gibt es auch schon eine Zeit lang. Aber das englische Cover ist viel, viel schöner, denn da sind so Filmbänder mit Augen so drauf, also schon so an Fight Club angelehnt. Gibt's das nur als Taschenbuch? Ich finde gebundene Bücher immer viel geiler. Ja, das ist eben kein Taschenbuch, schade. Ist eben kein großes Buch. Ja, gibt's nur als Taschenbuch. Die meisten gibt's als beides. Und ich, auch wenn es teurer ist, ich bestelle auch bei den meisten Schulbüchern immer die gebundene Version. Wir lesen das Parfüm gerade in Deutsch, ziemlich gut. Ha. Ich habe mir nicht die Version geholt, die sich alle kaufen. Ich habe das gebunden gekauft, sieht viel besser aus. So, 0 Uhr. Ich habe noch einen. Letzter Film und dann müssen wir heute echt mal ein frühes Ende finden. Ich habe theoretisch auch noch 3 Serien, aber wir können ja nur kurz drüber gehen. Halt, bevor du den Film ansprichst, geh schnell über die 3 Serien. Also Netflix, gibt ein paar Serien, die ich mir auch so angeschaut habe. Und ich sag nur gut, nicht gesehen oder schlecht. Between, kennt man wahrscheinlich nicht. Nicht gesehen. Wurde mir vorgeschlagen und ich habe es nur angefangen, weil das die wie heißt sie? Die Sam von iCarly. Ah ja. Die hat da mitgespielt, also sie spielt die Hauptrolle. Ist in der ganzen Stadt bricht eine Krankheit aus, was alle Volljährigen, also alle über 21 irgendwann tötet. Und alle unter 21 überleben das erstmal. Und dann wird die ganze Stadt eine Quarantänezone und dann sind es halt... Der Plot ist ein bisschen ähnlich wie der von The 100, fällt mir gerade auf. Und dann besteht die Stadt halt nur aus Minderjährigen, die das irgendwie den Laden schmeißen müssen. Aber die Hintergrundgeschichte ist halt die Verschwörung, warum diese Krankheit ist. Die Serie ist, das Konzept ist gut, das Schauspiel gefällt mir eigentlich auch. Die Rolle, die spielt, gefällt mir sehr gut. Die ist so eine schwangere Teenagerin da, die ist, glaube ich, 20 oder so. Oder 19. 19. Aber 19. Fuck! Ich bin 19 geworden und ich hab's verpasst, diese Gelegenheit. Alter, du musst 20 machen, das hat er auch noch gemacht. Aber 19. Du Idiot, ich kann's machen. Erinnere mich nächstes bitte. Jahr dran. Ich hab noch ein Jahr. Mach das bitte. Ja, also die Serie ist gut, aber irgendwie fand ich es ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber also wirklich schlecht. Keine Riesenempfehlung. Nee, nicht. Wirklich schlecht würde ich es auf keinen Fall nennen. Irgendwann gucke ich vielleicht auch mal weiter. Aber das würde ich mir auf keinen Fall auf DVD kaufen, dafür fand ich es zu langweilig. Nächstes. Rick and Morty. Ja. Erste Staffel an 2 Tagen, an denen ich sehr faul war, gebingewatcht. Und dann habe ich gedacht, oh, ich fand das jetzt erstaunlicherweise so gut, die will ich nicht weiter gucken, die will ich auf DVD. Deswegen halte ich mich seitdem zurück und ich war schon 10-mal davor weiterzuschauen. Ich halte mich zurück, Staffel 2 zu schauen, weil ich es auf DVD gucken. Also ich habe... Weil ich fand Staffel 1 wirklich mega gut. Habe ich zu viel versprochen? Ich muss sagen, es ist natürlich immer noch ein bisschen bescheuert. Das wird Gravity Falls nie schlagen, dafür ist die Serie zu ernst. Aber es ist sehr witzig. Ich muss sagen, es ist wirklich... Rick and Morty ist schon sehr gut. Hängt bestimmt auch von dem ab, was man zuerst gesehen hat. Aber ich muss eben Rick and Morty sagen, ist eine meiner allein derzeit absoluten Lieblingsserien. Ich habe Rick and Morty einmal auf Deutsch geguckt und bestimmt schon 10-mal durchgeguckt auf Englisch. Sehr schön. Ja, und als letztes habe ich noch, und da müssen wir, glaube ich, nicht viel mehr drüber sagen, außer es ist genial, Stranger Things. Ja, ist ganz nett. Halt mal dein Maul. Nein, ich hype. Zweite Staffel muss unbedingt ohne her. Scheiß, ja. Da kann ich, da haben die Kack- und Sachgeschichten haben eine ganze Folge drüber gemacht. Wenn ihr mehr über Stranger Things erfahren wollt, hört euch die an. Die ist richtig gut. Wenn ihr mehr die über Stranger Things erfahren müsst, seid ihr Arschlöcher, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Also, ich hab's gleich zum Release geguckt. Ich war schaut euch die Serie an. Und schaut euch den Podcast von denen dazu an, weil die behandelt das echt gut. Die haben auch ein bisschen mehr Zeit als wir jetzt hier. Ich
Ja. Ich war echt einer der Leute, der das vor den ganzen guten Kritiken schon gesehen hat. Ja, okay. Weil ich den Trailer mochte. Ich bin erst durch dich überhaupt drauf aufmerksam geworden. Du hast irgendwann mal gemeint, ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen, dass da gehypt wurde. Ich habe das nur durch dich mitbekommen. Also, es ist erstaunlich. Netflix muss man respektieren. Netflix ist der Hammer, was Eigenproduktion angeht. Ja. House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things und die ganzen Marvel-Serien, die auch der Hammer sind. Sehr geil. Gut, letzter Film. Okay, ich hab einen Film noch. Und das ist, ich weiß nicht, kennst du den School of Rock? Ja, mit Jack Black. Ich war letztens bei meinem Bruder seiner Freundin in Berlin. Da waren wir abends noch unterwegs, waren in einer Bar und da war ein Fernseher und da lief auch School of Rock. Geil. Was ich gar nicht wusste, das, und vor allem, ich hab sie erst nicht erkannt. Hi Carly. Tante. Aber ich hab dann irgendwann gedacht, die sieht genauso aus, das muss die sein. Und hab dann, während ich den Film geguckt habe, am Handy, hab den Film gar nicht klein gemacht auf dem PC, ich hab auf dem Handy noch, School of Rock, Miranda Cosgrove, ah, das ist die ja wirklich, voll krass. Das ist mir aufgefallen, wie alt der Film ist, weil die ist ja wirklich, ich glaube 9? Die war ja noch mal jünger als alle, die in dem Film sind, glaube ich, 5-Klässler oder so, die sollen 10, 11 alle sein. Ja, und die war sogar ein Jahr... Film 2001 so, die drehen? Das müsste hier unten irgendwo draufstehen. Es gibt Untertitel auf Türkisch. Sehr schön. Übrigens, ein Teamspeak-Channel auf diesem Teamspeak, wo wir gerade sind, also abgesehen davon, dass wir nebeneinander sitzen, der hieß vorhin Türken raus und dort drinnen war nur ein User und der hieß Angela Merkel. Das ist sehr schön. Frau Merkel, okay. Warum machen Sie das? Danke, Merkel. Danke, Trump. School of Rock. Ja, auf jeden Fall war Miranda war erst 9 und School die haben sie trotzdem gecastet. School of Rock weil 2003. So 2003. Aber die haben sie trotzdem gecastet, weil sie so clever war. Ich weiß nicht, wie viel die deutsche Synchro da rausgeholt hat, aber ich muss sagen, für eine 9-Jährige hat die das auch sehr überzeugend gespielt. Ich fand allgemein die Kinder sehr gut in dem Film. Ich mag generell Jack Black. Ja, das muss man sagen. Der war gut. Der war witzig, der hatte aber auch noch was Ernstes, ein bisschen. Jack Black spielt... Und Jack Black ist allgemein mega witzig. Jack Black spielt dieses Jahr in Jumanji, in dem Remake mit. Das habe ich auch mitgekriegt. Mit Dwayne Johnson und Kevin Hart. Wusstest du, dass Dwayne Johnson und The Rock sich nicht nur ähnlich sind, sondern auch Zwillinge sind? Nee. Tatsächlich wusste ich das nicht. Bitte übermittle das jedem, den du kennst, also mit so viel Ernsthaftigkeit wie nur geht, denn das ist die absolute Wahrheit und nur die Wahrheit. Ich glaube, diesen Meme kenne ich sogar. Kennst du diese Jack Black Memes, wo er Blackjack spielt? Ja, Jack Black playing Blackjack, Black Jack Black playing Blackjack. Weil Black... Oder playing a Black Jack, weil Jack ja auch der Bube ist. Ja. Why eating Cracker Jack? Ja. Ich muss mir auch mal Alben von Tenacious D kaufen. Ja, die sind super. Das ist schon witzig. Was ist der Film, den die... Die haben als Tenacious D auch einen Film über Rock gemacht. Ich glaube, das war Pick of Destiny. Mit Kyle Gass. Hat da nicht auch Ozzy Osbourne mitgespielt? Das muss ich googeln. Wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen. Den muss ich auch unbedingt nachholen irgendwann. Hast du jemals das Spiel mit Jack Black gespielt? Nee. Es gibt ein Spiel mit Jack Black und ich glaube auch im Tenacious D mit und da spielt auch Ozzy Osbourne mit. Ah, Pick of Destiny ist das Album und Kings of Rock von Tenacious D ist der Film anscheinend. Besetzung. Gut. Aber ich glaube, man dabei belassen muss, weil wir haben 2,5 Stunden aufgenommen. Ja, das ist bei weitem nicht unser Rekord. Was war unser Rekord? Über 4 Stunden. Gar nicht mehr. Echt? Ich glaube ja. Boah. Das brechen wir locker, wenn wir unser Projekt im Sommer machen. Aber kein Spoiler. Ja, aber wenn wir dieses Projekt durchziehen, dann muss das aber auch auf den Hauptkanal, oder? Auf jeden Fall. Es ist low budget. Es ist eigentlich ein
außer Spritgeld wird da eh kein Geld verblasen. Es ist eigentlich gar kein Aufwand. Aber es könnte der absolute Hammer werden. Ja gut. Nicht weiter spoilern. Ich würde sagen, wir belassen es hier, denn ja. Du willst schlafen und ich mache mir jetzt lustigerweise noch mein Abendessen. Ich habe nämlich sehr viel Hunger. Ich werde eh noch nicht schlafen können. Ich werd dir das erstmal über WeTransfer noch drüber ziehen. Ja, okay. Musst du nicht zwingend. Ich habe Zeit, das zu schneiden. Gut. Gut. Dann machen wir hier Schluss und wahrscheinlich geht es in einem halben Jahr auf dem Channel weiter, wenn wahrscheinlich wieder wir uns über Filme unterhalten, die ich bis dahin gesehen habe. Bis dahin muss ich mein DVD-Regal wieder umräumen, dass mehr reinpasst. Oder bis dahin werden wir vielleicht kurz vor dem Projekt nochmal sprechen oder hinterher. Ja, das wäre auch schön. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch letzte Worte? Das war's meinerseits. Troy McClure. Von den Simpsons. Sie kennen mich vielleicht aus Podcasts wie Let's Build Minecraft. Oder Let's Build Minecraft. Oder Let's Build Minecraft. Ja, wo ich auch mal früher selber was gebaut habe und mein PC immer mal abgestürzt ist. Deine Insel steht noch, ne? Oha. Die ist noch da. Irgendwann mal wieder. Ja gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mit den althergebrachten Worten, dass wir die Folge jetzt beenden. Aber ihr dürft nie vergessen, heute ist nicht alle Tage. Irgendwann kommen wir wieder. Keine Frage. Wabalabadabdab.